Habe ich nicht noch sowas wie ein segnendes... Ah, spreche ich das mal aus. So, das ist jetzt dann zwar ein Absetzangriff, aber ich denke, Tekeo kommt damit gut klar. Ah, Gefährten heilen mal wieder. Skelett Brigand, Skelett Brigand. Und jetzt noch der Skelettkrieger und gut ist. Oh? Indeed. Ah, Skelettzauberbuch und eine gute Robe. What can I do? Und ja, eine Menge anderes wertvolles Zeug, was ich nachher verkaufen kann. Aber was habe ich denn da jetzt bekommen? Questgegenstand. Diese Muschel ist mit dem Venom- und Mondsymbol von Ondra versehen. Die Spitze wurde abgesägt und mit einem silbernen Mundstück versehen. Wenn du sie an dein Ohr hältst, hörst du das Rauschen der Wellen und die leisen Stimmen einer singenden Frau. Das ist ein Questgegenstand. Okay. Hm? Certainly. Gut zu wissen. Ich habe so wirklich das Gefühl, dass wir nochmal hier runter müssen später. Für irgend noch eine Quest. Entweder das oder wir müssen die Muschel nachher ins Gewölbe bringen. Ja. Die Höhle hinablaufen. Da kommen wir jetzt erstmal wieder zu unserem Freund zurück. Den wir langsam rausbringen können. Well, we're still alive. What's next for our daring escape plan? Nun, wir leben immer noch. Was kommt als nächstes für unseren Fluchtplan? Ich habe eine Passage durch die Ruine eines Tempels auf einer niedrigen Ebene eröffnet. Erwische ich den schalriechenden Schweiß von seinem Nacken. Sein Gesicht ist entspannt vor Erleichterung. Ihre Augen zerknittern kurz vor Unsicherheit, aber es ebbt ebenso schnell ab. Then I'll make it. I know I'd hope, but honestly, I didn't really expect you'd help me. Dann schaffe ich es. Ich weiß, ich hatte es gehofft, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du mir glaubte ich nicht, dass du mir helfen würdest. Das habe ich nicht getan, gewöhne ich nicht daran. Dir auf Wiedersehen. Ich kann jemanden, der in Not ist, nicht den Rücken zukehren. Ein wehmütiges Lächeln tanzt über sein schmutziges Gesicht. I owe you, friend. If you're of a mind, meet with me in Port Manje. I'll make it worth your while. Ich schulde dir was, mein Freund. Wenn du der gleichen Meinung bist, trifft dich mit mir in Port Maje. Ich sorge dafür, dass es sich für dich lohnt. Er ist zu verspannt, um sich darauf zu stürzen und sichert seinen Rucksack vorsichtig. Mit deinem letzten Nicken zu verschwinden, der in der Dunkelheit. Hm. Geht's da wirklich durch das Gewölbe raus? Vor allem gibt es hier für eine Quest eigentlich. Das ist alle an Bord. Die Graberstraße. Ja gut, wenn ich hier raus bin und das erledigt habe, das sollte ich im Hinterkopf aber behalten. Stecke ich den mal in Mannschaft. Port Marge, einziger Überlebender suchen. Ausrufezeichen. Packen wir mal drei dahinter. So. Da gucke ich mir mal erst das Gewölbe hier an. Wenn das ein Ausgang sein soll. Ich habe noch das große Altstadtgebiet im Norden. Aber das ist riesig, so wie das aussah.
Obwohl ich das jetzt gerade hier unten ein bisschen interessanter finde, weil wir haben sind in letzter Zeit ziemlich viel rumgesegelt und mussten ziemlich viel labern und so. Ja, das gehört auch zum Spiel, aber ein bisschen Dungeons so erkunden mit Fallen und Rätseln, das hat doch auch noch was für sich. Eine tiefblaue mit geriffelten Wellen verzierte Bucht liegt vor dir. Sie windet sich in eine Höhle hinunter, die schließlich im offenen Meer windet. Wellen klatschen gegen die maroden Docks und der Atem, der deine Lungen füllt, ist von Salz durchzogen. Wilde Geschosse durchdringen die Rufe ungemütlicher Seefahrer durch die Luft. Die Matrosenlungen auf dem Wasser zersetzen Docks herum und beobachten die Wellen, die Bucht necken. Stets bereit aufzubrechen. Außer Distanz beobachten. In diesem Moment schreiten Hurana Wasserformer an ihren Gewändern zu erkennen, die Docks entlang. Mit breiten Armbewegungen und sich bewegenden Lippen formen sie die turbulenten Wellen zu einem ruhigen, zielgerichteten Strom. Einen Augenblick lang wird die Bucht ganz ruhig, als würden alle kollektiv Luft holen. Dann rudert gemächlich einige schwarz lackierte Beiboote mit eingeholten Segel in die Bucht. Die Seemänner jubeln unter einigen obszönen Grüßen, hört man Befehl zum Andocken und Lindan der Wahn. Die Boote torkeln an die Werft heran und werden unmarkierte Kisten beinahe augenblicklich entladen. Die Entladung geht effizient und zügig voran. Mit einem schrillen Pfeiftuch taucht der Zwergenfeuer aus dem Gebäude auf, das sich auf der östlichen Seite der Höhle befindet. Zum zweiten Mal noch pfeift sie, bevor die Wasserformer die Strömung in der Bucht umkehren und die Boote so wieder sanft in die See hinausgetragen werden. It's clever, I'll give him that. Water Shapers aiding the Principi, bringing in cargo with all the grace of drunk oxen. Wasserformer, die dem Principi helfen. Sie bringen die Ladung mit der Grazie von betrunkenen Ochsen ein. Tekeo atmet schnappend ein. I have never seen a more undignified use of our talent. Have we all honed Ngati's talent for drudgery? Ich habe noch nie einen so würdelosen Gebrauch von unserem Talent gesehen. Haben wir alle unsere von den Gatti geschenkten Talente verfeinert, um die Drecksarbeit zu erledigen? Tikeo ballt die Fäuste und zittert. Dich interessiert nicht, was sie tun und wie sie es tun? Sie helfen den Roparo, das hat einen Wert. Bist du auf die potenziellen Folgen vorbereitet, Tikeo? Nehmen wir mal die zwei. There is a reason this is being done in secret. It is unseemly, a betrayal of our art. Es gibt einen Grund, warum das im Geheimen gemacht wird. Es ist ungehörig, ein Verrat an unserer Kunst. Der Prinz wird davon wissen wollen, aber Tekeo verstummt plötzlich, als ein alarmierender Ausdruck auf seinem Gesicht liegt. Was ist dir eingefallen? Ich frage mich gerade, ob die Krone überhaupt die Wahrheit über die Graberstraße erfahren muss. Adolf und Xoti haben Probleme mit der Verantwortungslosigkeit mal wieder. This Warren brings business and trade through the gullet. Without it, Roparo would be destitute. Dieses Straßengewirr bringt Handel und Geschäfte in den Schutt. Ohne diese Dinge würden die Roparo ins Elend gestürzt. Der Prinz muss es erfahren. Die Graberstraße darf nicht außerhalb der Zugehörigkeit der Krone florieren. Ich werde es dem Prinz nicht sagen. Die Graberstraße tut mehr Gutes als Schlechtes. Sowohl der Roparo sollten wir sie weiter bestehen lassen. Ich werde dem Prinzen erzählen, was ich hier gesehen habe, aber ich werde ihn umzustimmen versuchen, damit er die Graberstraße nicht antastet. Ich werde darüber nachdenken müssen. Nehmen wir mal die drei. Let us hope that the prince is as keen as his sister. Ekea, lass uns hoffen, dass der Prinz so scharfsinnig wie seine Schwester ist. If we want to save this place, we had better leave before taking too many chances. Our presence will not be kindly met. Wenn wir diesen Ort retten wollen, dann sollten wir besser gehen, bevor wir zu viele Risiken eingehen. Unsere Anwesenheit wird nicht freundlich angenommen werden. Er zeigt mit der Hand auf den Ausgang. Ja, wir sind in der Graberstraße jetzt angekommen. Okay, das ist dann der seltsame Wege, die Graberstraße. Ich habe erfahren, dass die Graber in der Enge versteckt ist. Gut, dann, dass ich jetzt weiß, wie ich wieder in die Altstadtruinen komme, ohne den Käfig zu benutzen, und wie ich ohne den Käfig wieder rauskomme.
Auch wenn die Graberstraße jetzt auch nicht gerade der beste Weg ist. Werde ich die Ruinen nicht über die Graberstraße verlassen, sondern über den Käfig verlassen, da das weniger Aufsehen erregt. Weil wenn ich ohne den Käfig wieder hochkomme und der Typ es bemerkt, dann wird er sich fragen, wie ist der rausgekommen? Und dann werden sie irgendwann den Weg finden und ihn versiegeln. Das ist nicht gut. Wenn, dann sollte ich das klammheimlich machen. Außerdem brauche ich mal eine Rast. Durch die Passage klettern. Und ja, ich soll ja auch die Graberstraße noch durch die Enge finden. Das heißt, ich muss den direkten Weg in die Graberstraße finden und nicht den durch die Altstadt. Ich kann nicht zum Prinzen gehen und sagen, ich war in der Altstadt. Ich habe mich durch die Altstadtruinen gekämpft, um die Graberstraße zu finden. Das wird der nicht, den nicht freuen zu hören. Dass der einzige Weg durch eine unheilige Ruine führt. Ja. Was habe ich denn so gefunden? Geschäftsgeheimnisse. Erreiche das Gewölbe. Das Gewölbe ist die Quelle der Konterbande der Graberstraße. Wenn ich in diesen bewachten Abgrund begebe, könnte ich mehr darüber in Erfahrung bringen, wie die Schwarzmarktgüter in die Stadt transportiert werden. Ja, um die Graberstraße zu finden, muss ich die Enge betreten. Es scheint, als hätten die Roparo eine Absprache mit einer Gruppe Piraten getroffen. Die Schwarzmarktgüter werden durch eine kleine Bucht im Gewölbe nach Nikataka transportiert. Doch das ist noch nicht alles. Die Schiffe werden mit Hilfe des Wasserformens geführt. Das ist etwas, das der Prinz sicher hören möchte. Er wartet im Thron seines Palastes auf mich. Ja. Änderungen speichern. Hä? Spielstand laden, genau. Ja, gut. Da habe ich meinen Autosave leider schon verbraten. Aber egal. Jetzt gehen wir erstmal nach oben. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall für den zweiten Playthrough, den es vielleicht irgendwann mal geben wird. Dafür muss ich allerdings den anderen Playthrough im normalen Pillars of Eternity 1 nochmal durchmachen. Fertig machen. Dazu brauche ich erstmal wieder Zeit. You think Andra's got something in mind for you, Takehu? For me to exist in this form and to join this crew? I know she does. It's funny. I fought against Aethys. I'm chasing him now. I don't think he knows a thing about me. Ikera, it is for us to show the gods why we are worthy of notice. Yeah, I guess we'll see about that. Ich glaube, das Gespräch hatten wir schon mal, aber... Denkst du, dass Andra etwas Bestimmtes für dich im Sinn hat, Takeo? Wenn man mein Dasein in dieser Form und als Teil dieser Besatzung bedenkt... Ich glaube schon. Es ist merkwürdig. Einst habe ich gegen Eotas gekämpft, jetzt sage ich ihm nach. Und ich glaube nicht, dass er etwas über mich weiß. Ikera, es liegt an uns, den Göttern zu zeigen, warum sie von uns Notiz nehmen sollten. Ja, ich schätze, das werden wir noch sehen. So. Vorwärts springen. Nein, ich wollte. Wo ist die alle Mann an Bord Quiz? Alle an Bord, ja. Botaro versteckte Deros Geld in einer Ecke vor der Schutt in der Nähe der Schenke. Das müsste hier irgendwo sein, oder?
Da. Ja, 600 Kupferstücke. Das ist schon mal gut. Und wisst ihr was? Ich bezahle den Typen einfach mal aus. Die 1200 Kupferpunt habe ich übrig, dass der ein anderes Schiff nimmt. Dann hat die Kapitänin mehr Platz. Und wir können der anderen sagen, dass sie genügend Plätze am Schiff hat, um nach Rautheit zu kommen.